Winkelhalbierende. Eine Winkelhalbierende ist so, wie der Name schon sagt, die Halbierende eines Winkels. Die Halbierende halbiert den Winkel in zwei gleich große Teile. Sagen wir mal, wir haben einen Winkel von 60 Grad. Dann haben wir hier, machen wir mal hier so ein Kreuz, machen wir das hier hin. Das ist der Scheitelpunkt oder der Scheitel. Schreibe ich mal hier hin, Scheitel. Das ist der Scheitel. Jetzt zeichnen wir hier einen 60 Grad Winkel ein. Machen wir hier so. Und so, das wäre eine Seite hier. 60 Grad habe ich gesagt, also hier hin. So, jetzt haben wir hier einen 60 Grad Winkel, ne? Der ganze Winkel ist 60 Grad. Mache ich die Linie nochmal dicker. Ich auch nochmal. So, die Winkelhalbierende halbiert den Winkel, ne? Daher der Name. Die zeichnen wir mal rot ein. Wie können wir die denn einzeichnen? Soll ich die hier so einzeichnen? Oder so, das weiß man ja alles gar nicht. Doch, das weiß man. Man halbiert nämlich diesen 60 Grad Winkel durch 2. Ne? 60 durch 2, also 60 Grad durch 2 sind 30 Grad. Dann tragen wir hier von hier nach da 30 Grad ab. Geodreieck mit der 0 genau auf den Scheitelpunkt legen. Und 30 Grad abtragen. 10, 20, 30, das wäre hier. Jetzt können wir vom Scheitelpunkt, diesen Punkt, den ich jetzt da gerade eingezeichnet habe, eine Linie ziehen. Diese rote Linie ist die Winkelhalbierende. Die mache ich nochmal dicker hier. Die Winkelhalbierende halbiert den Winkel, ne? Denn in diesem Fall ist der Winkel 60 Grad und wenn wir den halbieren, also durch 2 rechnen, durch 2 dividieren, dann erhalten wir jeweils 2 30 Grad Winkel, ne? Hier oben ist dann 30 Grad und der Winkel hier unten, der wäre auch 30 Grad und zusammen sind die Winkel wieder 60 Grad, ne? Genau, und das nennt man eine Winkelhalbierende.